Ist das nicht herrlich? Heimatklänge pur, oder? Wir sind in der Gemeinde Schweitenkirchen und haben dieses Trio hier entdeckt. Hallo, servus. Was war denn das jetzt? Was war denn das, was ihr da gerade gespielt habt? Das war eine Geburtstagspolka aus den Schätzen von Franz. Der hat da eine ganze Menge Noten und da versorgt er uns dann immer mit ganz besonderen Stücken. Und wenn wir da finden aus seiner Kiste, die wo er da rumstehen hat, dann werden die für gut befunden und bei uns ins Programm aufgenommen. Okay, und das heißt in euer Programm, wie lange gibt es euch schon so im Trio? Ungefähr 3 Jahre. 3 Jahre? Ja, bis jetzt schon 3 Jahre. Mhm. Und wie heißt ihr dann? Habt ihr einen Namen auch? Wir heißen Sancho Gespannt. Sancho Gespannt? Sancho Gespannt. Und wo, ja? Den Namen haben wir aber noch nicht lang. Ach so, warum? Also so ganz offiziell gibt es uns, glaube ich, wie lange, Rosa, wann war der erste offizielle Auftritt? Vor ein paar Monaten. Aha. Also es braucht natürlich alles einmal Proben, bis man da ein gewisses Repertoire zusammenkriegt. Nur dazu, wenn man mit dabei hat. Wieso? Wieso das? Ich spiele noch nicht lang Kontrabass. Ach, Rosa hast... hat die Idee gehabt, ihr könnt das. Aber es steht dir sehr gut. Und es macht mir einen Heidenspaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also es schaut super aus und hört sich auch super an. Dankeschön. Also, das heißt, ihr übt schon seit 3 Jahren, aber seid es noch nicht so offiziell, dass ihr aufgetreten seid. Erst seit ein paar Monaten, oder wie versteht ihr? Ja, durch das, dass ja jetzt momentan auch keine Auftritte waren, es hat ja nichts gegeben. Es war ja durch die ganze Corona. Eben, aber jetzt, wo würdet ihr dann spielen? Wo könnten wir euch dann hören, wenn es jetzt wieder losgeht? Ja, auf Vorgarten und in der Kirche haben wir jetzt erst vor kurzem ein Benefizkonzert für Hochwasser, Flutopfer. Haben wir ein Benefizkonzert gemacht, auch in der Besetzung. Und ja, so Sachen, also alles, was uns brauchen können. Sortenmusik ist halt einfach eine leise Musik, die kann man nicht. Brauche, wenn er so im Hintergrund sehr laut ist. Aber seid ihr dann auch so richtig Profimusiker? Wie ist das bei euch? Na, Profimusiker aber, würde ich nicht sagen. Aber, also jeder hat einen vernünftigen Beruf erlernt. Was denn? Was bist du, Rosa? Ich bin Sekretärin. Aha. Und das mache ich auch immer noch. Mhm, und aber du hast auch gesagt, du bist Gitarrenlehrerin. Das ist also schon ein bisschen Profi. Ich habe Schüler, natürlich. Ich habe private Schüler und ich bin auch an einer Musikschule einen Tag in der Woche. Ah, schon. Und der Franz, was machst du beruflich? Ich bin ein pensionierter Malermeister. Ein Malermeister, ja. Aha. Und die Anita? Ich habe Bürokauffrau gelernt. Damals zusammen mit der Rosa, wir haben uns in der Berufsschule kennengelernt. Ach man, kennt sie mich schon so richtig lange. Im letzten Jahr 1000 war die schon, ist schon eine ganze Weile her. Und seitdem sind wir befreundet, ja genau. Ach, schön. Ich habe in der Landwirtschaft eingeheiratet. Mhm. Ja, die betreiben wir noch so, außer Viecher haben wir keine mehr. Ja, okay. Bloß 2 Hunde und einen Kater. Und wie oft trefft ihr euch dann so? Im Moment eigentlich nur jede Woche, aber es ist natürlich absehbar jetzt, wenn dann wieder mehr los ist und wo ich halt auch mit anderen Gruppen aktiv bin, kann es natürlich schon sein, dass wir bloß noch alle 14 Tage proben. Ja. Aber der Grundstein ist gelegt. Ja, das ist ja genau. Und jetzt spielst du uns noch was, ja? Was habt ihr noch dabei? Wir wollen natürlich unbedingt noch mal was hören. Wisst ihr schon was? Ja, ja. Was Ruhigeres. Ja, wie heißt das? Machen wir das Salzburger? Ja, Salzburger Menuett heißt das Stück. Salzburger Menuett. Das ist eine Zitterspielerin und Arrangeurin aus Salzburg. Das heißt Anne Brunner. Die Noten sind ungefähr 60 Jahre alt. Und du hast die alle gesammelt, oder wie? Ja, sammeln. Das ist doch Bekannte, die wissen, dass ich Zitter spiele. Und da hört einer zum Spielen auf und dann bringen sie mir die Noten. Mit denen die dann sortieren für unsere Besetzung. Ja, okay, dann spielst du das mal. Warte, ich gehe aus dem Bild.
das jetzt? Ein Ausschnitt aus dem Langdorfer Marsch. Langdorfer Marsch. Ein Stück aus dem Bayerischen Wald. Da läuft er unter dem Devaliermarsch von Schmidt oder, wie heißt der noch, der Zwieseler. Ja, irgendwas mit Zwiesler. Ja. Du bist aus Fichtach, hast du. Ah, okay. Aber jetzt, das heißt, ihr seid aber auch noch anders musikalisch unterwegs, gell? Erzähl mal. Und zwar als Hopfberg-Trio. Ja. Und dann, ihr drei oder wie anders dann? Andere drei. In Montage mit dem Haus. Das ist ja praktisch. So ist es bei euch. Also mit dem Franz zusammen sind wir in dem Trio als Sanjo gespannt unterwegs. Mhm. Und wenn wir als Hopfberg-Trio unterwegs sind, dann haben wir einen Simon dabei, den Simon Berger, und der ist vom Chiemsee. Okay. Übersee vom Chiemsee. Und was macht er da? Ja, da machen wir hauptsächlich selbstgemachte Lieder. Selber gekomponiert und auch getextet? Und auch getextet. Der Simon ist unser Schreiberling. Ja. Der hat aber die tollsten Ideen, manchmal nachdenklich, meistens lustig, ein bisschen hinterfotzig. Okay. Und der schreibt ziemlich viel, schickt es dann der Rosa zur Abnahme. Und was die Rosa für interessant oder gut befindet, bastelt es dann eine Melodie dazu. Ah, das ist ja interessant. Und da könnt ihr ja jetzt auch im Duo was darbieten davon. Können wir tun, ja, natürlich. Das bitte. Da bin ich gespannt. Was kommt da jetzt? Was machen wir? Ich würde sagen, die Holidaudruck Sonntagsgewand. Da geht es um einen Hopfer. Immer heute gut. Heute ist Herbstanfang. Ja. Es ist zwar schon ein bisschen frisch, im Hintergrund hört man eine Topferzupfmaschine vom Nachbar laufen. Ja. Aber man kann sich jetzt noch vorstellen, wenn man das Lied hört, wie es bei uns so ist in der Holidau. Sehr gut, dann macht's doch das. Jetzt tue ich bloß mein. Das kommt weg, oder? Meine Maschine wie? Okay. Ja, bitte. Mit Sonnenblume, dahinter Hopferstange, eine frische Morgenluft, ein schöner Obstange. Alles glänzt im Licht und die Glocken läuten, alles ist frisch und grün, wie seit ewigen Zeiten. Die Holidau tragt Sonntagsgewand an diesem schönen Tag, wie ein kleines Paradies. Grad so wie man's mag, die Holidau tragt Sonntagsgewand, a so wird's immer sein. Tau ziert die Blädel und Vögel singen drei. Wunderschön. Also und der Simon, der jetzt noch mit dabei gewesen ist, was hätte der gespielt? Der hat steirische Harmonika gespielt. Harmonika spielt der dazu? Genau. Ah, super. Und jetzt, das heißt, ihr habt jetzt wirklich eine CD aufgenommen gehabt? Ja, tatsächlich. Wir waren vorhin so ganz fleißig. Also im Lockdown dann habt ihr das Im genutzt? Im Lockdown ist Rosa hat total viel Zeit gehabt, da sie ja keine Schüler unterrichten hat dürfen. Ah, da ist er, der Simon. Genau, das ist der Simon. Mit der Zirch. Okay, und da habt ihr als eure, und alles eigene Songs? Oder sind da auch ein paar andere drauf? Bis auf eines. Da hat es die Melodie schon gegeben. Wow, ihr habt so richtig viele drauf. 22. Ja. Doch, es lohnt sich. Und der Simon, der singt aber nie mit. Nein, der Simon singt nicht mit, aber er schreibt die Texte. Ja. Und also auf der CD sind aber noch zwei Texte drauf, also zwei Lieder, wo die Texte die Rosi Lutz gemacht hat. Ah, ja, das ist so Heimatdichterin bei uns in der Gegend. Mhm. Und die macht ganz witzige Gedichte. Und da haben wir die Erlaubnis gekriegt, dass wir uns da an den Texten bedienen dürfen und eine Melodie drauf machen. Ganz schön. Also da will ich jetzt auch unbedingt noch mal was hören. Was könnt man jetzt noch hören von euch? Was macht du noch? Such da was raus, fahr mit dem Finger mal so runter, dann schauen wir mal. Bin gespannt, was du erwischt. Der Wimbacher Walzer? Ja, das ist meine Idee. Da braucht man Simon. Da braucht man Simon. Das ist ein Spieglein, könntest du das machen? Ja, das können wir machen. Ja, ist schwierig. Das ist ja, ich hoffe, was haben wir da für. Also danke. Ich sag schon mal danke, sehr liebe gerne. Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war hier das Hopfberg-Trio ohne Simon. Ja. Aber jetzt hören wir noch mal was. Und damit verabschieden wir uns dann hier aus Schweitenkirchen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wie hältst du das bloß aus? Lauter modische Sollbruchstein, du machst dir nichts draus. Hängst einfach grad da und kriegst nicht mal einen Sprung. Die Ruhe möchte ich haben, die Sache, die war mir zu dumm. Das ganze Jahr ist Fasching, wimmert Leid und schaut. Es gewandt drei Nummern ins Klo und ganz viel nackte Haut. Mit Rüschen vorn und hint, blieb mir ein Schleiferl droh.
aufgranzt wär die Almbier, wär ma grad sofort gekommen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hältst du das bloß aus? Lauter modische Sollbruchstein, du machst dir nix draus. Gehst einfach grad da und kriegst nicht mal einen Sprung. Die Ruhe möchte ich haben, die Sache, die war mir zu dumm. Das Dirndl samt der Schürzen hat 30 Euro kost. Dazu ein pinke High Heels, weil sie's kombinieren lässt. Ein Hirdl mit zwei Federn, die ausschauen wie ein Geweih. Flanieren sind Rotterdam beim Bachmeier vorbei. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hältst du das bloß aus? Lauter modische Sollbruchstein, du machst dir nix draus. Hängst einfach grad da und kriegst nicht mal einen Sprung. Die Ruhe möchte ich haben, die Sache, die war mir zu dumm. Die Schlauchbootlippen sind mit Lipgloss balsamiert. 2 Zentimeter Make-up kaschiert, was sie geniert. Hoffentlich geht es gut und es kommt kein Ring. Was da zum Vorschein kam, möchte wirklich keiner sehen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hältst du das bloß aus? Lauter modische Sollbruchstein, du machst dir nix draus. Hängst einfach grad da und kriegst nicht mal einen Sprung. Die Ruhe möchte ich haben, die Sache, die war mir zu dumm. Herrlich.